jetzt hier vor Reifnitz am Wörthersee. Und haben festgestellt, man muss ja Eintritt bezahlen und das kostet uns bestimmt voll viel Geld und Zeit. Ja, richtig geiles Wetter bisher. Die Strecke auch richtig geil, was wir so jetzt schon gefilmt haben. So, guckt euch mal bitte an, wo wir jetzt sind. In diesem wunderschönen Gebirgsbach, der vermutlich aus Gletscherwasser besteht. Und ganz viel Kuhpisse. Spinni! Spinni, Spinni, Spinni! Da ist Dreck auf der Linse. Ein totes Tier. Voila. Einen wunderschönen Morgen. Oh, Sonne. Ist das schön. So, erste Nacht haben wir geschafft. Hm. Ich habe nicht so viel mitbekommen. Ich habe ja Oropax drin gehabt. Das also war sehr gut. Wir haben voll eine Party gemacht. Habt ihr gehört? Ganz genau. Also, du sollst nicht im Wasserschutz gehen. So, Lager ist abgebaut. Hallo. Das Wetter hält sich noch. Ansonsten haben wir gerade die Route eingegeben, noch 284 Kilometer bis Venedig. Wir müssen jetzt noch über einen großen Berg. Ich denke, das wird so die letzte Hürde und dann geht es zur Baustelle nur noch bergab. Yeah. Venedig, willkommen! Yeah.
So, das erste, was man machen muss in Italien, ein Käffchen saufen. Habe ich gehört jedenfalls. Und eine Cola unbedingt. Das wird umgeräumt hier. Und ein Erdboden. Erdboden? Erdbeben überleben. Das Einzige, was die Italiener irgendwie nicht können, ist drei oder breite Straßen zu bauen. Weil die haben ja dreimal geteert und in der Mitte von jeder Fahrbahn hast du diese Längsrille. Das ist total dämlich. Und die Verkehrsregeln sind hier irgendwie auch anders. Gut. Wir trinken jetzt außen und wieder weiter. Ja, ah, fast hingefallen. Ehrlich? Na, gehen wir baden? Ja, das ist doch zu frisch. Oh ja. Komisch, dass das so undurchsichtig ist. Ja, wenn da Partikel sein, ne? Dann muss ich auch mal Partikelfilter kaufen. Ja, für uns Flachland, Nordostdeutschland Kinder, die vom Dorf kommen, ist das hier ganz schön überwältigend. Vor allem bei dem Wetter. Wenn man sowas mal sieht. Gut, wir werden jetzt hier Mittag machen. Italienisch typisch, ein paar Nudeln. Futtern. Doch. Ein hässliches Grüß Gott aus der Kombüse. Da wir uns Bella Italia befinden. Original landestypisches Essen, was die hier bestimmt jeden Tag verzehren. Und zwar Pomodoro Mozzarella, Pasta und Tomaten, Käsesoße. Wie man sieht, muss man das Ganze einfach mit einem halben Liter Wasser in einen Topf geben, zum Kochen bringen. Ich stehe hier in Boxershorts und da kommt gerade jemand auf den Parkplatz gefahren. Hier ist bestimmt Waldbrand gefahren. Wir kochen hier mit dem Gaskocher. Magst du das Blubbel mal ein bisschen runterstellen? Ja, aber sicher doch. So, die geschmackliche Bewertung gibt's gar nicht. Guck mal, die Füßchen abkühlen. Die kurze Erfrischung fürs Zwischendurch. Mittag ist gegessen. Mir war's zu tomatig. So, wie gesagt, wir kühlen uns jetzt hier noch ein bisschen ab. Baden gehen möchte ich hier drin nicht. So, wir sehen uns auf der Straße wieder. So, der Kranz und der Georg, ich muss mal wieder zur Tanke. Sein Moped zieht nämlich ganz schön weit weg, haben wir festgestellt. Ich habe erst einen Balken verbraucht und er hat schon wieder 8 Liter durchgezogen oder so. Wir können also live dabei sein, wie er den super teuren Sprit aus Italien tankt. Oh ja. Der 1,589 kostet. Kann man sich mal gönnen hier. Das kippt er jetzt da rein. Öl hat er schon vorher reingemacht. Denn er muss ja gemischt tanken mit seinem S51. Ein Trigger! Ja, es ist auf jeden Fall ziemlich warm. Das eine Thermometer, was da hing, hat irgendwie 33 Grad, ja, genau, in der Sonne. Die anderen Thermometer weiß ich nicht, was die mal anzeigen, diese 16 oder was das heißt. Nee, das ist der 1.6., du Knallschuss. Ich dachte, die zeigen Temperatur an. Zuerst kommt Uhrzeit, dann Datum und dann kommt Temperatur. Die Temperatur habe ich nie gesehen. 16. Die Linse ist dringend. Oh, ich meine fast zu viel. Oh, 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 da fast übergeläuft. Wie man aus anderen Videos kennt, der Regenhandschuh. Für das Regenwetter? Brauchen wir heute nicht. Heute wäre eigentlich ein Anti-Schweiß-Handschuh. Wir wollen ja reinmachen. Ja. Ablauf. Gut. Wir haben ja früher aufgeführt. Wir melden uns wieder von der Straße.
Lützelt. Der da ist ein bisschen genervt, weil er hat schon wieder alles kaputt repariert. Aber es ist egal. Wir sind jetzt kurz vor Venedig, 20 Kilometer weit entfernt und campen jetzt hier an so einem Feldrand. Dahinter ist das Wasser, was total brackwasserig aussieht, also dreckig. Ja, da ist ein Flughafen, der ist ein bisschen laut. Da hinten sieht man den Tower. Und da noch weiter hinter ist ja noch Venedig schon. Genau, da fahren wir morgen hin. Jetzt haben wir unser Zelt aufgebaut und würden jetzt noch einen Happen essen, noch exquisites italienisches Bier trinken mit diesem wunderschönen Mann mit grünem Hut. Der ist ja von der Mafia, wie er aussieht. Was ich allerdings nicht verstehe, irgendwie hängen die Italiener nicht an ihrem Leben. Ich weiß nicht warum. Die Landschaft ist eigentlich ganz cool, das Wetter ist cool, aber die fahren wie die Schweine. Ja. Also wir haben heute ein bisschen was erlebt, wie die überholen und bei Gegenverkehr überholen. Ja. Und der Gegenverkehr muss dann ausweichen. Ich weiß nicht, ob das hier so eine ungeschriebene Regel ist. Nee. Dass der, der überholt, Vorfahrt hat, keine Ahnung. Ja. Und naja, ist ein bisschen abenteuerlich mit zwei so langsamen Mopeds. Jetzt sind wir ein bisschen konstruktiv hier. Hallo. Wir haben eine kleine Insektenplage hier. Mücken, Spinnen, Getier. Ich denke, es wird eine warme Nacht. Nee. Ich habe meinen Schlafsack jetzt noch nicht ausgepackt. Dann schläft der Nacken. Ich denke, ich werde es noch machen. Mal gucken. Und dann, ja, weiß ich nicht. Halt die Fresse jetzt. Tschüss. Mann, ich wollte alles nicht hören. Mir egal. Ich muss ein bisschen was labern zum Reinschneiden. Muss ich rauscutten, meinst du? Ja. Ja.